Geh mal nicht auf den Sack. Hallo liebe Zuschauer und willkommen zu einem neuen Album-Review. Heute geht es um eine Folk-Power-Metal-Band, wenn man so will. Und deren neuestes und leider auch letztes Album, nämlich Falconer. Mit dem Album From a Dying Ember. Das ist das gute Stück hier, ja. Und Falconer ist eine Band, die kenne ich vor allem durch meine Süße. Die ist hier so süß, meine Süße. Und ich finde sie so süß. die hat mir damals Northwind vorgespielt. Das ist ein Album der Band, das hat sie, glaube ich, auch im Regal stehen. Und da dachte ich, oh, das ist aber interessanter Stil. Denn im Grunde machen Falconer Power Metal, aber Folk Power Metal ohne allzu viel Folk. Also das heißt, ihr habt jetzt hier nicht, wie jetzt meinetwegen dieses Jahr bei Feuerschwanz, in jedem Song Schallmai, Dudelsack und Violine, ja, und eben so ein bisschen E-Gitarre und so, ne, sondern eher stilistisch Folk auf Power-Metal-Instrumenten gespielt. Durchaus aber auch greifen sie hier und da mal zu Folk-Instrumenten dazu, zusätzlich. Auch auf diesem Album, aber eben nicht durchgängig. Wisst ihr, wie ich meine? Ja. Und außerdem hat die Band einen sehr ikonischen, finde ich, einen sehr ikonischen Sänger, der eben auch eher ruhig und erhaben singt. Also er schautet nie. Er geht nie in die Power-Metal-Kopfstimme oder kreischt oder irgendwie, sondern er ist eher so entspannt am Singen. Das könnt ihr euch ja anhören. Ich verlinke euch natürlich unten auch ein bisschen was. Also die Band kommt aus Schweden und ist seit 1999 aktiv. Naja, und jetzt im Juni diesen Jahres haben sie verkündet, mit ihrem neuen Album From a Dying Ember werden sie sich auflösen, leider. Es gab eine Demo 2000 und dann folgten erstmal in den Jahren 2001, 2, 3 und 5 vier weitere Alben. Eine Split gab es dann ebenfalls im Jahr 2005 und dann folgten weitere 5 Alben jetzt bis inklusive dieser hier. Ja. Also es ist im Grunde genommen das 9. Studio, reguläre Studiowerk der Band, das hier. Und eben leider auch letzte. So, die Band setzt sich zusammen aus Stefan Weinehall am Bass seit 2006 spielt er auch das Keyboard und seit 99 die Gitarre ebenfalls, also hier Multi-Instrumentalist mäßig so, ne? Den Bass hat er allerdings 2002 abgelegt, er macht nur noch Gitarre und Keyboard aktuell. Die Bands, bei denen er sonst noch so war, kann ich höchstens nennen Mitotyn, sagt mir was. Ist das nicht auch irgendwie so ein Folk, Pagan-Folk-Gegröße? Moment. Viking Black Metal, ja. Dann haben wir Carsten Larsson am Schlagzeug, seit 2000 dabei. Auch da kann ich euch zu den Bands, bei denen er sonst noch so war, nichts sagen. Kenne ich halt alle nicht, warum soll ich da jetzt irgendwas zu sagen, ist ja Blödsinn. Matthias Blath haben wir hier am Keyboard ebenfalls, seit 2002 dabei und hat 2000 dabei. Und 2002 hat er damit wohl wieder aufgehört. Ja, und jetzt singt er halt hier. Seit 2000 halt, also, ne. Und dann haben wir hier noch Magnus Linhardt am Bass, seit 2004 dabei. Auch da, die Bands, die der sonst so ist, kann ich nichts zu sagen. Und Jimmy Hedlund haben wir an der Leadgitarre seit 2004 am Start. Auch hier, doch, Supreme Majesty sagt mir was. Da war er mal dabei. Das ist eine Power-Metal-Band, die es allerdings auch nicht weit gebracht hat. 3 Alben und dann war es das wieder. Seitdem ist der Status unbekannt der Band. Aber gut, so. Kommen wir jetzt dann aber zum Wesentlichen, erstmal zur Optik. Da haben wir hier ein nettes Wikinger-Motiv. Ja, wir haben hier ein Drachenboot, das gerade brennt. Wikinger-Beerdigung, ne? Und darüber, ja, nochmal so ein Close-Up, wie er dann da jetzt eigentlich liegt, ne? Oder so. Richtig? Verstehe ich das richtig? Das vermischt sich hier so ein bisschen, ne? Ist aber nett gezeichnet. Ja, das Feuer ist jetzt nicht das bestgezeichnete Feuer, das ich kenne. Aber du siehst halt sehr, dass es gezeichnet ist. Aber gut, es ist in Ordnung. Doch, es ist ein schönes Cover-Motiv. Ja. Hier oben der ikonische Schriftzug der Band, das ikonische Logo, das haben sie schon immer so. Gefällt mir auch sehr gut mit diesen, was ist denn das da? Hier mit diesen Haken oben und unten. Ne? So hinten drauf, zentriert gesetzt die Titel, sehr gut lesbar. Ich habe hier die Edition mit Bonus-Tracks, sage ich aber gleich nochmal ein bisschen mehr zu. Das Little Print zeigt einfach das Cover-Motiv nochmals und ich kriege jetzt hier den nicht raus. Doch, da unten haben wir nochmal so ein bisschen, ne? Gegrüße. Und dann komme ich jetzt auch schon hier. Das ist übrigens ein Digipack, wie ich es mir schon eher gefallen lasse, weil du hast halt wenigstens noch einen Zahnkranz hier in der Mitte. Dass du hier nicht da, die CD hier aus der Pappe zerren musst. So, das Booklet sieht so aus. Da haben wir hier halt immer Lyrics und eines der Bandmember. Immer so im Wechsel.
Ja, links, rechts. Recht, ja, eigentlich kann man sagen, recht schlicht gemacht, aber sehr gut lesbar. Also da habe ich jetzt keine Probleme mit gehabt und gesehen. War gut, ja, war okay. Und ja, das war es dann auch schon wieder mit dem Booklet. So. Weniger ist mehr, aber ist ja immer noch besser als einfach nur weiß auf schwarz oder umgekehrt und fertig. Ne? Ist okay. So. Gibt Schlimmeres. So, es geht aber auch nicht im Wesentlichen darum. Im Wesentlichen geht es um die Musik, die auf dem Album drauf ist. Also ich verlinke euch unten eine Album-Playlist, da könnt ihr euch das ganze Ding anhören. Und das Ganze beginnt mit Kings and Queens. Das hat ein hymnisches Startriff, wird dann schneller mit epischeren Riffs und Drums dazu. Hat eine schöne Strophe mit abgestoppten Riffs, ja, und auch einen strophenhaften mit mehr Text versehenden Refrain. Die Melodie des Refrains hat mich dann auch sofort erinnert an den Titeltrack des Albums Northwind. Ist da so ein bisschen ähnlich, ja. Hat auch ein gutes Solo, das Stück, und auch einen balladesk umgesetzten Schlussrefrain noch. Ja, ist ein schöner Opener, wirklich. Macht Spaß auf mehr, Lust auf mehr, macht Spaß zu hören, so. Ja. Und ich habe ja erst, nachdem ich das Album, glaube ich, wann kam die raus? Nicht, dass ich jetzt hier Quatsch erzähle. Ja, genau, ja gut. Ich habe die auch tatsächlich gekauft, weil das dann hieß, ja, ne, hier ist unser neues Album und das war es dann jetzt leider auch. Ne? Und wenn du das dann hörst, also die Songs hier hörst, dann sagst du dir wirklich, wenn du die Band magst, natürlich, ne, schade. Denn ihr seid wirklich auf einem Level, das, ja, die haben schon einen gewissen Alleinstellungsmerkmal-Sound, diese Band, finde ich. Ja, am ehesten verleihen könnte man sie vielleicht noch mit Tür, die mir aber meist zu progressiv sind. Ja. Gut, Stück Nummer 2 ist Desert Dreams, hat einen epischen Einstieg, wird dann speedig schnell in den Strophen, hat auch wieder einen mit mehr Text versehenen Refrain, nicht ganz so der Ohrwurm, das Ding, hat aber einen guten Gitarren-Solo-Part. Redeem and Repent ist Nummer 3. Es bewegt sich in etwas treibenderem Mittempo in den Strophen. Hat einen sehr hymnisch umgesetzten, im Mittempo angesiedelten Refrain, der mir sehr gut gefallen hat. Und hier haben wir auch einen Gitarren-Solo-Part, wo die Musik dann auch nochmal ein bisschen schneller wird, ja, zum Solo hin. Wir haben dann als nächstes Blunt Sump Ordi. Ja, so heißt das Ding, ja. Das ist Stück Nummer 4. Beginnt mit einem Bass-Intro und hat dann so einen schleppend langsamen Rhythmus, ja. Mit schwedischem Text. Das Ganze ist in Schwedisch gesungen. Das machen die öfter mal, Falkener, auf ihren Alben. Und dieser Song erinnert tatsächlich ein bisschen von der Stilistik tatsächlich an die eben erwähnten Tür. Ja. Hat auch hier tatsächlich ein paar folkige Einlagen, so Fiedelparts. Ne? Kein wirklichen Refrain. Es wird einfach der Titel dieses Blunt Sump Ordi, oder wie auch immer sie es ausspricht, am Ende jeder Strophe einmal gesungen. Ja. Es gibt also keinen festen Hook, Refrain oder wie, ne? So, dann komme ich Stück Nummer 5. Fool's Crusade. Beginnt mit einer balladesk umgesetzten Strophe, dann wird es epischer, geht in den Mittempo. Wir haben eine heroisch gesungene Strophe dann, wie gesagt, im Mittempo und einen sehr melodischen, strophenhaften Refrain, der auch gut sitzt. Mittig gibt es eine balladeske Einlage mit einer extra dafür umgesetzten Strophe und auch wieder hier ein gutes Gitarrensolo. Stück Nummer 6 ist dann Garnets of a Gilded Rose, so heißt das Ding. Das hat sofort, wenn es losgeht, Mittelalterstimmung. Das ist ein richtiges Mittelalter-Folk-Stück, ja. Und es ist auch ein reines Instrumental mit so ein bisschen Bagpipes und so dazu, ja. Und gegen Ende kommen dann auch ein paar härtere Gitarren dazu und spielen ein paar Riffs so ein bisschen auch. Das ist hier Folk-Metal, darf man ja nicht vergessen, ne. Das ist ein nettes kleines Instrumental. Dann kommt In Regal Attire. Das ist, beginnt auch wieder eher folkig vom Einstieg her. Hat auch wieder sehr schöne Melodien. Vom Tempo her bewegt es sich im mittleren Bereich, also auch wieder mit Tempo. Die Strophen hingegen, die sind dann wieder treibend schnell. Da wird richtig am Tempo angezogen. Und der In Regal Attire hat einen sehr, sehr, sehr schönen Refrain, finde ich. Von der Melodie her auch. Danach gibt es ein wirklich ordentliches Gitarrensolo. Ein, ja, wie soll man sagen? Am Ende fiel mir dann auf, irgendwoher kennst du diese Melodie, auf der der Song noch basiert. Und ja, es ist, also die Hauptmelodie basiert meiner Meinung nach, wenn man so ein bisschen genauer hinhört, auf dem Folk-Klassiker Star of County Down oder Country Down oder wie heißt es? Ja. Kennt ihr das vielleicht? Ja. So darauf basiert das hier so ein kleines bisschen, finde ich.
Ebenfalls auf instrumentaler Ebene. So, dann kommt Stück Nummer 8, Rejoice the Adorned. Das ist eine Piano-Ballade und zwar eine wunderschöne Piano-Ballade. Schöne Strophen, gute Melodie, toller Refrain, setzt sich gut fest, ein bisschen auch. Später gibt es noch ein bisschen Hintergrund, atmosphärische Chöre. Und es bleibt auch bis zum Schluss einfach eine schöne Ballade. Ja, fand ich sehr angenehm, sehr schön, sehr gut. Hat mir richtig gut gefallen. Dann kommt Stück Nummer 9, Testify, ist eine treibend schnelle Folk-Metal-Nummer. Hat einen sehr passenden Refrain, der gut dazu funktioniert. Wir haben eine strophenhafte Bridge, so eine kleine Bridge-Strophe, ja, die führt dann hin zum Solo. Den Refrain kriegen wir dann auch noch mal Solo präsentiert, also ohne allen drum und dran, nur den Refrain einmal kurz. Testify ist ein richtig schön eingängiger Titel, fand ich. Ja. Thrust the Dagger Deep ist dann Stück Nummer 10, beginnt mit stampfendem Mittempo. Wir haben hier auch wieder sehr melodisch gehaltene Strophen. Der Refrain allerdings hat mich hier wirklich überhaupt nicht weggehauen oder mitgenommen, wie auch immer. Ja. Dazu gibt es allerdings Bagpipes. Es gibt so ein bisschen, ne, hier, und also hier sind wieder richtig Folkinstrumente dabei. Und es gibt einen sehr guten Mittelpart mit einem Solo. Hat mir auch wieder gut gefallen. Ja. So, dann kommt Stück Nummer 11. Der Song heißt Rapture. Beginnt mit schleppendem Stampfen, ne, dazu ein bisschen Violine, dann ganz hymnisch gemachte Strophen, hat auch wieder eine schöne Melodie, das Ganze. Später wird das Stück auch ein bisschen schneller und hat auch richtig speedigen Mittelpart sogar. Allerdings gibt es bei Rapture keinen wirklichen Refrain, was mir wieder ein bisschen gefehlt hat, muss ich sagen. Ja. Da wird sich einfach nicht viel festsetzen dann. Ne. Stück Nummer 12 ist der erste Bonus-Track auf dieser Edition hier. Ja. The Cauldron. Das ist aber nur ein 2 Minuten 50 Instrumental mit so treibenden Riffs und guten Melodien. Ja? Nettes kleines Folk-Metal-Instrumental einfach. 2 Minuten 50 lang. So, und dann haben wir noch zwei weitere Bonus-Tracks, zu denen ich jetzt aber nicht so viel sagen kann, will und werde, weil es sind halt alte Nummern im Grunde. Portals of Light in der Akustikversion. Das Original befindet sich auf dem 2002 erschienenen Album Chapters from a Veil Forlorn. Ja, und dann haben wir noch auf Stück Nummer 14 Long Gone By, auch in der Akustikversion. Das Original befindet sich auf dem 2016er Album Northwind. Ja, und es sind halt wirklich beides richtig akustische Versionen. Also du hast wirklich nur die akustische Klampfe und Gesang. Ende. Mehr ist da nicht. Ist natürlich auch interessant, das mal zu hören, aber ich bin nicht so der Fan von Akustikversionen ganz allgemein. Ja. Es gibt Ausnahmen. Es gibt interessante Ausnahmen. Ja, will ich an der Stelle ganz klar sagen. Ja, zum Beispiel Axis mit ihrer Akustikversion vom Titeltrack des Debütalbums Kingdom of the Night, wo es plötzlich eine gefühlvolle Ballade ist, dieser schnelle Ballersong da. Ne? Das fand ich sehr interessant. Ja? Und vor allem sehr hymnisch schnell gegen Ende hin. Es gibt Akustikversionen, die wirklich interessant sind. Aber das hier, ja, okay, gut. So, also, Falconers letztes Album, ich vergesse den Titel immer, From a Dying Ember, es gibt halt keinen Titelsong, so vergesse ich den Titel immer schnell bei sowas, ne? Hat mir sehr gut gefallen. Wenn ihr Folk-Metal mögt, hört mal rein, riskiert mal ein Ohr, macht euch einen Eindruck und schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr von dem Ganzen haltet. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch viel Spaß bei was auch immer ihr als nächstes zuschaut und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer, Farewell!